Bangladesch ist der am dichtesten besiedelte Flächenstaat der Welt. Die Menschen in dem asiatischen Land sind lebensfroh und gastfreundlich. Doch schlechte Arbeitsbedingungen in den Fabriken, Naturkatastrophen und Kinderarbeit bestimmen die Schlagzeilen über das Land. Viele Menschen kämpfen ums tägliche Überleben. Besonders hart trifft es die Kinder. Um ihnen zu helfen, unterstützt die Liebenzeller Mission mehrere Kinderdörfer, zum Beispiel in Khulna. Dort konnte für sie ein ganz neues Haus gebaut werden, dank der Unterstützung der Bundesregierung und Spendern. Die Kinder sind glücklich, dass sie es wert sind, in so einem Haus zu wohnen, und sie sind mit viel Eifer beim Lernen. Sie bekommen eine qualifizierte Schulbildung und damit Hoffnung für die Zukunft. Kinder aus benachteiligten Familien finden im Kinderdorf in Khulna ein neues Zuhause, so wie Shubro. Seine Eltern müssen beide hart arbeiten, um die Familie zu ernähren. Am Kinderdorf ist Shubro richtig glücklich. Ich habe hier zwei sehr gute Freunde gefunden, mit denen ich alles Mögliche unternehme. Wir helfen uns gegenseitig und können auch zusammen lernen. Was er hier am Kinderdorf über den Glauben an Jesus Christus erfährt, gefällt ihm sehr. Wenn er erwachsen ist, möchte er Pastor werden. Freunde finden, Glauben leben, unbeschwert aufwachsen. Das ist das Ziel der Kinderdörfer in Bangladesch. Shubro hat eine neue Perspektive für sein Leben. Doch es gibt noch viele Kinder in Bangladesch, die unsere Hilfe brauchen.